Was mich so an diesem Unternehmen Karls ja begeistert, ist eigentlich, dass wir, wenn wir Änderungsvorschläge haben, wenn wir Verbesserungsvorschläge haben, dass die unheimlich schnell umgesetzt werden können. Ich kann mir vorstellen, bei Karls ewig zu arbeiten. Es macht einfach so viel Spaß. Mit meinem Job möchte ich bewirken, dass sich nach wie vor alle Fans und Besucher bei uns sehr wohlfühlen. Wir müssen nicht 50.000 Leute fragen noch, ob das in Ordnung ist, ob wir es so machen oder nicht, sondern wir probieren es einfach aus. Ideen mitbringt. Man muss Ideen mitbringen, die man hier einarbeiten kann, und man darf auch hier seine Ideen ausleben. Das ist halt Karls. Also die Mitarbeiter in meinen Manufakturen sollten Qualitätsritter sein. Darauf lege ich sehr viel Wert und das wäre richtig super. Hey, du kannst was. Willst du nicht das und das machen? Und wenn man dann sagt, ja, na klar, mache ich, und das deinen Kindern erzählt und die sagen dann, boah, das ist cool, Mama. Meine Mama ist ein kleiner Miniboss und meine Mama arbeitet bei Karls. Vor Karls war ich 5 Jahre Seemann. Ich habe vorher Ausbildung als Bäckereifachverkäuferin gemacht. Bin vorher Rettungssanitäter gewesen. Was mich motiviert, morgens zur Arbeit zu fahren, ist ganz klar, dass das hier super familiär ist. Aber abseits von Erdbeeren gibt es da halt auch das Dorf. Natürlich können wir Tischler gebrauchen, wir können Maurer gebrauchen. Wir können halt alles gebrauchen, was handwerklich einigermaßen geschickt ist. Und wer nicht geschickt ist, dem wird der geschickt auch beigebracht. 27 Nationalitäten bei Karls. Ich habe Erdbeeren gepflückt, ich habe Erdbeeren verkauft, Ware ausgepackt. Ich habe auch Ware produziert. Mit Freude rekrutiere ich jetzt für diese Stelle. Also was du machen solltest und können, müsstest, das ist hier bei Karls halt lächeln und die Arbeit sehen. Die Menschen, die ich suche, die sind so. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, nee, gefällt mir nicht und möchte ich nicht. Dazu kommt, dass wir hier bei Karls eine Akademie haben, wo uns die Werte von Karls näher gebracht werden. Und das hat mir sehr geholfen und auch meinen Kollegen. Ich habe schon sehr viele Schulungen mitgemacht, nämlich alle. Die typische Handbewegung bei mir im Job ist das freundliche Hallo. Hallo! Ich bin sehr, sehr stolz, dass wir bei Holiday Check die 100% Weiterempfehlungsrate bekommen haben. Ich bin stolz darauf, Handbuchpate zu sein. Ich bin stolz darauf, Produkte herzustellen, die es nur bei Karls gibt. Also ich liebe Karls Produkte. Ein Bürojob ist absolut nichts für mich. Ich brauche total viele Leute um mich herum. Ich mag nicht gerne irgendeinen Kabuff sitzen. Facebook ist bei uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, um unsere Fans auch anzusprechen. Was mir bei Karls besonders viel Spaß macht, ist meine Aufgabe als Jobpatin. Das bedeutet, dass ich bei Facebook und Instagram jeweils einen Account habe. Denn es ist immer wichtig, dass alle gleich sehen, wie familiär und wie viel Spaß es macht, bei uns zu arbeiten. Und dass wir uns gegenseitig motivieren, dass wir uns helfen, auch wenn mal richtig viel zu tun ist. Und das schätze ich bei Karls wirklich sehr. Meine große Motivation, morgens zur Arbeit zu kommen, ist die gute Laune unter den Karlsianern und die beste Laune natürlich bei unseren Fans. Karls halt. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung. Cieszę się już teraz na Państwa zgłoszenia do pracy. I'm looking forward for your application form.